Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Mit Spannung werden heute die Urteile im Testamentsfälscherprozess erwartet. Die Vorsitzende Richterin Christina Rott hat sich 1,5 Tage Zeit genommen, um mit den Laienrichtern über die Urteile zu beraten. Der oberste Gerichtshof hat ja Teile der Ersturteile wegen Mängeln aufgehoben. Von den 5 Angeklagten sind 4 aber bereits rechtskräftig verurteilt. Völlig neu bewertet werden muss der Fall um die suspendierte Richterin Cornelia Ratz, die ja eine Testamentsfälschung in Auftrag gegeben haben soll. Der Anwalt der Geschädigten Sanji Doshi erwartet im zweiten Rechtsgang keine Überraschungen. Ja, ist schwer zu sagen. Wenn es Schuldsprüche geben sollte, dann gehe ich davon aus, dass die Strafen vom ersten Verfahrensgang wahrscheinlich bestätigt werden. Also ich glaube nicht, dass dieser Senat höhere Strafen oder mildere Strafen aussprechen wird. Um 14 Uhr will Richterin Rott die Urteile verkünden. Der Verkehr auf der A14 und der S16 hat heuer stark zugenommen. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des VCÖ. Am meisten Autos fahren im Bereich Dornbirn. Täglich werden dort mehr als 50.000 Fahrzeuge gezählt. Das sind um über 5% mehr als noch im Vorjahr. Aber auch in Bludenz und auf der S16 bei Außerbrat rollten mehr Autos und Lkw über die Autobahn. Der Pkw- und Lkw-Verkehr haben in etwa gleich stark zugenommen. Mit ein Grund könnte auch die Öffnung der zweiten Pfänder Tunnelröhre sein. Im Juli vergangenen Jahres wurde die zweite Röhre ja freigegeben. Die Zauberflöte hat gestern Abend auf der Seebühne in Bregenz einen erfolgreichen Start in die zweite Saison hingelegt. Auch der Wettergott war den Bregenzer Festspielen gut gesinnt. An der Inszenierung von David Pountney gab es nur kleine Änderungen. Das Publikum war jedenfalls wieder begeistert. Und Austria Lustenau muss heute in der zweiten Runde der Fußball-Erste Liga bei Wacker Innsbruck antreten. Die Innsbrucker haben ihr erstes Spiel verloren. Die Austria spielte ja 0:0 gegen den Floridsdorfer AC. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, ein schönes Wochenende und bis am Montag.